Hallo und herzlich willkommen, meine lieben, lieben Zuschauer, zurück bei Wizard 101. Für euch hat es jetzt während der letzten und der jetzigen Folge keine Unterbrechung gegeben. Bei mir lag jetzt zwischen der letzten Folge 174 und jetzt der Folge 175 lag dieser ganze Stress mit dem Computer, wo ich nicht aufnehmen konnte. Das war eine Katastrophe, aber ich hatte ja das Infovideo gemacht, das war wirklich einfach ätzend. Jetzt muss hier oben erstmal alles Mögliche wieder laden. Das Spiel habe ich gerade neu installiert. Ich hoffe, vom Sound her und allem geht es. Und ja, ich werde jetzt eine ganz kurze Aufnahmerunde machen und habe schon mal grob ins Auge gefasst, dass wir am 22.11. zusammen spielen können. Aber ich werde es noch offiziell verkünden. Ja, deswegen setze ich jetzt hier mal einfach fort, was ich begonnen hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich dran war. Okay. Es dauert also noch alles ein bisschen. Dann warten wir mal, bis der ganze Kram geladen ist. Okay, bis gleich. Und hupp, da bin ich plötzlich mitten in Marleybone. Es musste gerade Marleybone zu Ende laden und ich habe einmal auf Spielen geklickt und bin jetzt direkt hier. So, wundervoll. Was haben wir denn hier alles? Ganz viele Neuerungen oder wie? Gucken wir mal. Oh, ich habe aufregende Neuigkeiten für dich. Warum kommst du nicht bei mir in Rabenhain vorbei? Hä? Dann erzähle ich sie dir. Junger Zauberer, bitte komm in mein Büro, sobald du Zeit hast. Ich habe Intel. Die kleine Kugel neben deiner Lebensenergie und deiner Mana-Kugel zeigt, je älter dein Haustier ist, desto mehr Energie kosten die Spiele. Auch Gartenzauber kosten Energie. Sei gegrüßt, oh werter Zauberer. Unser gemeinsamer Freund Schulleiter Ambrose würde dich gern sprechen, wenn du einen Augenblick... Komm schnell zur Sturmhöhle in der Tritonenstraße. Hier ist etwas Merkwürdiges im Gange. Ich bin bereit, dich Neues zu lehren, damit du in magischen Duellen besser bestehst. Was ist das denn jetzt? Sprich mit mir, wenn du soweit bist. Ich frage mich gerade, ob das jetzt ein Fehler ist, beziehungsweise weil ich gerade das Spiel neu installiert habe, ob das deswegen kommt. Ich schreibe es mir mal gerade auf. Moment. Ach, das kann ja nur ein Fehler eigentlich sein, oder? Warum stehe ich denn jetzt auf meinem Trend? Na, wir gucken jetzt mal. Besiege Zeus Himmelsvater. Das wollte ich ja mit euch zusammen machen. Wir gehen jetzt mal hier hin. Zu der guten Tante. Mrs. Muffley in Chelsea Court. Ah. Meine Güte, du bist in ein Gebiet. Das Symbol in der... Du kannst das Gebiet erst betreten, weiß ich doch alles wenn die schon. Übertragung abgeschlossen ist. Das wissen wir alle schon. Tja. Ja, so ist das, wenn man das Spiel dann plötzlich neu installiert. Dann funktioniert das alles nicht mehr so gigantisch, ne? Muss man erstmal ein bisschen warten. Grüne Männer muss ich noch... Ach ja, diese Scheiße. Blattatouille heißt die Quest. Auch interessant. Kann ich denn in den Hyde Park? Wenigstens wahrscheinlich auch nicht, oder? Oh, nein, oder? Kann ich denn nach Hause wenigstens... Dieses Haus ist noch nicht fertig. Ja, super, Leute. Da kann ich ja jetzt hier wirklich unglaublich viel machen. Mr. Bürgermeister Pimsbury. Bürgermeister Pimsbury. Komm, dann gehen wir mal einfach so zurück. To Regent's Square. Na, wenigstens ist das noch frei. Hier flattert ja eine Zeitung rum. Das ist ja lustig. So, also nach Chelsea Court und Hyde Park kann ich nicht. Ah, aber mit ihm kann ich sprechen. Wenigstens das, ne? Hello, my dear. Let's talk to the Hutmacher. Hutmacher oder Schuhmacher?
Miss bitte 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 da. Come on. Rein mit dir. Wie jetzt? Ah, bitte. Was haben wir denn hier? Minispiel? Ach nee. Keine Lust auf Minispiele. Vielleicht finden wir hier... Ach, guck mal. Ich wollte gerade sagen, vielleicht finden wir irgendwo noch eine Quest. Ach, der Schatzsucher Finn, den haben wir noch gar nicht angesprochen hier, ne? Hallo, schön dich zu sehen. Na, wie gefällt dir, Mollybone? Ich habe die Käfer beim Konservatorium abgegeben. Nun suche ich... Ich habe sie gesehen. Sie rennen über... Wenn du ein paar von ihnen einfangen könntest, das wäre mächtig fein. Okay, streunende Katzen. Und wir müssen auch noch in Wysteria diese komischen Blümchen finden, weil wir bekommen ja dafür auch einen Trainingspunkt. Guck sie dir an hier, die Püppchen. Ist das nicht herzallerliebst? Tja, haben wir vielleicht hier noch irgendwo eine Quest, die wir noch nicht gesehen haben? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Hallo, guten Abend, meine Herren. Haben Sie irgendetwas Aufregendes hier entdeckt? Warum sprechen Sie nicht mit mir? Sind das Dobermänner? Dobermänner. Gibt es eigentlich auch Doberfrauen? Heißen weibliche Dobermänner Doberfrauen? Ein Dobermann-Weibchen. Irgendwie bescheuert, oder? Lalala. Guten Tag. Sie haben ja gerade nichts so viel zu tun. Gut, der Schatzsucher Finn hat für uns nichts Besonderes. Ah, da sieht man ja, dass ich noch nicht mal am Schatzsucher Finn vorbeigegangen bin bisher. Ist hier hinten irgendjemand noch? Hallo? Is anybody here? Royal Museum. Oh, da haben wir einen dicken Bullen. Hallo? Oh. Ja, ich würde gern weitermachen, sonst muss ich gleich schon wieder Pause machen und warten, bis alles geladen ist. Ach, das ist ja voll oberlästig, oder? Mensch. Menno, dich quält man nicht so, dass wir hier jetzt so rumeiern müssen. So, ich probiere jetzt noch einmal zu dem zu gehen. Ach, verflucht. Nach Hause kann ich auch noch nicht. Ja, dann machen wir gerade eine Pause. Ist hier gerade eine Fensterscheibe kaputt gegangen? Habt ihr das gehört? Hm. Gut, dann warten wir halt noch ein bisschen, bis hier endlich wieder alles funktioniert. Oh mein Gott. Wird alles noch ein bisschen dauern. Deswegen auch dieses Tutorial am Anfang, wo man so total lange in diesem Golem-Turm hängt, ne? Und dann erstmal ein paar Minuten braucht, bis man da rauskommt. Und dann kann man erst loslegen, weil nämlich bei diesem Spiel unglaublich viel geladen werden muss. Professor, aber jetzt... Ah, guck mal, jetzt werden gerade... Wolfminster Abbey. Mollybone, Mollybone, Mollybone. Alles Mollybone. Hier werden gerade Sachen aus Mollybone geladen. Ha, siehste? Hallo Zauberer, wie ich sehe, ist dein Rucksack zum Berst. Schaue in deinen Rucksack. Wenn du dein Haustier mit Gegenständen fütterst, erhältst du eine Belohnung. Das wissen wir alles schon. Ach, guck mal hier. Das war auch eine Einstellung, die ich wegmachen wollte. Eingeblendete Namen. Nichts. Spieler. So. Stuart Goddard. Was für ein tolles Halstuch. Da, bitte, so gut wie neu. Tracy wird es lieben. Es passt gut zu all den Sachen, die sie hier gekauft hat. Sie ist eine recht modebewusste Lady, nicht wahr? Gut, jetzt gehen wir nach Digmore Station zurück. Und... Ja, Mollybone. Hier wird gerade ganz viel Mollybone. Ah, jetzt wird der Hyde Park geladen. 6-7%. Sehr gut, dann können wir da gleich nämlich loslegen. Bin ich ja froh, dass ich jetzt nicht noch eine Pause hier machen musste. Weißt du, dann drücke ich auf Pause. Okay. Beziehungsweise unterbreche die Aufnahme. Na, geh schon. Und dann sitze ich hier neben dem Computer, spiele ein bisschen Gitarre, wie ihr ja in der einen Folge bemerkt habt.
Und ja, dann zieht sich das alles so ein bisschen. Und ich sitze hier und warte und drehe Däumchen. So. Nanu, wo ist sie denn nur hin? Tracy ist unsichtbar geworden. Oh, das Halstuch sieht ja aus wie neu. Ich kann schon ihre Gedanken lesen, bevor sie die Worte überhaupt ausspricht. Ich bin ein richtig guter Zauberer. So, der Hyde Park ist jetzt gleich geladen. Ach, okay. Dann dürfte ich ja jetzt dahin gehen können. Der Hyde Park ist doch gerade geladen. Oder ist das nicht der Hyde Park? Doch. Im Hyde Park war ich ja zuletzt. Aha. Hallo, Hyde Park. So, wir müssen mit Emily Chesterfield sprechen. Außerdem war hier noch jemand, nämlich... ich muss noch O'Leary Einbrecher besiegen, genau. Die werden wir unterwegs treffen, denke ich mal. O'Leary Mitläufer? Lauter Mitläufe, hier habe ich doch die ganze Zeit gewusst. Hä? Oh, falsche Richtung. Die ganze Zeit gewusst, dass diese ganzen Möchtegern-Einbrecher nur Mitläufer sind. Da, sind Einbrecher, O'Leary-Einbrecher. So, jetzt heißt es nochmal volle Konzentration und kämpfen. So. dann haben wir als erstes die... Ach nee, Moment, die braucht ja ein Dingen. Doch, die nehmen wir mal. Ein Pip, meine ich, ein Pippi. Na, das beeindruckt mich ja jetzt ehrlich gesagt mal nicht. Ich glaube, diese Käfer haben wir schon lange hinter uns gelassen, oder? Ich verspüre gerade ein Frösteln in meinem Rücken. So, plus 25 auf den nächsten Dingenszauber. Legt euch nicht mit Kevin Kupferknospe an. Ja. Vor einigen Monaten habe ich doch geschwitzt hier, wie bekloppt. Während der Aufnahme und jetzt fröstelt es mich. Ja, ich muss sagen, mein Zimmer hier oben ist nicht gerade besonders gut isoliert. So. Dann machen wir jetzt mal den O'Leary. Nee, komm, wir machen das noch. Guck mal, der sieht so fröhlich aus, mein kleines Haustier. Dem kann es ja nur gut gehen. Oh. Trotzdem... Ach ja, genau. Ich hatte ja mein Kartenspiel neu sortiert. Ich habe jetzt Satyr dabei. Hehe. Aber der braucht 4. Mann. Komm. Wir haben den ersten Toten zu beklagen in diesem Spiel. Und zwar jetzt. 1, 2, 3. Der ist hinüber. Ich glaube, es war ein bisschen zu viel des Guten, ne? Aber guck mal, die springen nur weg. Jetzt werden hier die schweren Geschütze aufgefahren. Oh. Oh ja. Ich sehe es. Ich sehe es. Dann werde ich mich jetzt gleich direkt mit meinem Satyr heilen. Das erste Mal in diesem Spiel. Auch schön. Und der geht... Oh, der geht nur zu 90% gut. Das ist aber... Kann also auch schief gehen. Das finde ich aber übel. Ja! 928. Schluss mit dem kleinen Elfchen. Obwohl, naja. So schlecht ist es ja nicht. Denn... Es kostet nichts. Es geht zu 100% gut und es kostet nichts.
an Pips. Na Quatsch, das stimmt doch gar nicht. Ich erzähle Blödsinn. Kostet 2 Pips. Ich erzähle wieder einen Schwachsinn hier. So, was haben wir denn hier noch im Angebot? Huch, die Folge ist zu Ende. Ich werde verrückt. Aber den Kampf machen wir noch zu Ende. Das machen wir mal weg. Das machen wir mal weg. Das machen wir weg. Ja, kann ich jetzt auch nicht brauchen. Und wir passen. Lusche. Jetzt aber. Mhm. Dann nehmen wir jetzt natürlich so etwas. Mhm, nett. Erledigt, O'Leary Einbrecher. 2 von 4 besiegt. Stilett des Anmuts. Nein, ich möchte nicht, dass der Mitläufer... Oh, den will ich nicht. Ich wollte nur den blöden Einbrecher. Na gut. So, ich weiß ja, dass die keine Feuerzauber machen. Gutes Teamwork. Verstehe schon, was ihr da vorhabt. Guck mal, der läuft voll durchs Feuer durch. Lalalala. Ach, ist das heiß. Egal. Macht nichts. Super-Bib erhalten. Ah, ich habe schon wieder so eine Sperre bei mir. Das ist doch unverschämt. Komm, dann kriegst du auch noch sowas. Jetzt wäre ein Meteor gar nicht mal so schlecht. Ach, das hasse ich. Das müsste ich am besten mit so einem Dingenszauber wegbekommen. Womit man hat hier so einmal einen Schlag ausführt und irgendwie im 80 abzieht. Aber das habe ich nicht dabei. Schade. Ich heile mich mal. Ich habe schon wieder kein Schild mehr. Oh. Toll, da ist das, was ich mir aufgefüllt habe, fast schon wieder weg. Hm, ihr Schweinepriester. Tja, 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 was soll ich machen? Ich kann jetzt nichts dagegen tun. Dass ich, oh nein, nein. Die sammeln Pips, die Schweinepriester. Und jetzt habe ich nichts. Bam, 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 dum, dum. Tja. Ich passe auch. Muss ich mich gleich nochmal heilen? Ärgerlich. Ach, guck mal, den kann man auch auf andere anwenden. Das ist schon mal gut zu wissen. Tada! Der Satyr. Der Satyr, was er nicht anmacht. Ne? Oh, die Folge ist übrigens zu Ende. Ich habe schon wieder nicht drüber nachgedacht. Ich volltrottel.
So lustig ist es jetzt auch nicht. Naja. So, können wir jetzt mal hier loslegen? Ach, verflucht nochmal. Ich muss passen. Mist. Was mache ich hier eigentlich? Ich habe die, glaube ich, noch nicht einmal angegriffen und lasse mich von denen kaputt machen. Irgendwie nicht so die coole Taktik, ne? 324, obwohl ich ein Feuerschüler bin. Was mache ich hier eigentlich, ne? Nicht zu fassen. Und schon wieder so ein Schild. Jetzt habe ich zwei davon. Komm, es nützt alles nichts. Nee. Ach, scheiße. Tja, wie werde ich diesen Kampf beenden? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.